Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei unserer süßen Rory. Ich danke euch erstmal für euer Verständnis, dass ich jetzt mal 2 Wochen Pause gemacht habe. Und leider nimmt die schlechten Nachrichten auch kein Ende hier, denn ich habe jetzt ein Problem. Denn mein Spiel stürzt gerne aktuell immer wieder ab und ich habe irgendeinen Mod, der Probleme verursacht, obwohl alle aktuell sind. Aber ich bekomme eine Last Crash und eine Last Exception nach der anderen im Angebot. Und die einzigen Fehler, die mir aber aktuell gerade angezeigt werden, sind, dass es IA-Animationen sind, die diese Problematik bei mir aktuell auslösen. Und ich kann auch aktuell fast nur in 2 Städte spielen. Deshalb habe ich mir jetzt überlegt, denn im Kurs habe ich die wenigsten Schwierigkeiten aktuell, dann bleibt das Spiel auch gerne beständig, dass wir heute die kleinen Süßen, und zwar die süße Aria-Maus und den süßen Gideon, einfach nur älter werden lassen und einmal ein bisschen umstylen. Und dann bin ich schon mal sehr gespannt, ob ihr schon mal daran sehen könnt, wer eventuell der Vater sein könnte. Denn es fehlt dann immer noch eine komplette Altersstufe, die wir brauchen werden, damit... Ach, guck mal, hier kannst du gleich nochmal über Plopsi versenden, Schnubbischatz. Und die können wir auch nochmal schnell aufhängen. Gehen wir nochmal schnell in den Baumodus, denn flackern, wisst ihr selber, das mag ich nicht, das mag ich nicht. So, Rory. Ja, und dann musst du auch nochmal... Oh, du bist ja nicht Rainer, ne? Oh. Du brauchst eine Mülltonne. Wieso habe ich denn hier irgendwie eine? Oder habe ich irgendwie... Doch, hier steht doch eine. Wieso... Wieso it's not going? Jetzt geht. Aha, okay. So, Röri. Komm, und dann kannst du hier mal schnell älter werden lassen. Mein Spiel ist dann schon währenddessen jetzt einmal... Tja, wie soll ich sagen? Schon einmal wieder abgebrochen. Deswegen sind wir jetzt schon wieder in diesem Moment. Aber wir konnten noch... Jetzt zumindest es retten, dass ich zumindest zeigen kann, wie denn unsere Aria wird. Ich werde jetzt einmal würfeln, denn unsere Aria wird ein neugieriges Kleinchen. Und sie hat schon schwarze Haare. Wie wohl jetzt unser kleiner süßer Gideon gleich aussehen wird? Oh, ihr Cuties. Und auch neugierig, okay. Und dieser junge, süße Mann, der süße Gideon, ist ein Blondchen. Schwierige Entscheidung. Ja, ich würde dann vorschlagen, wir sehen uns gleich im Cars wieder und dann müssen wir das Kinderzimmer auch noch aufhübschen, ne? Oh Gott, Rory, ja natürlich, geh schnell auf Klo. Nee, nicht Tür abschließen, geh auf Toilette und dann schmeiße ich dich ins Bett und wir treffen uns im Cars wieder. Bis gleich, ihr Süßen.
den wunderschönen guten Tag zurück. Das ist jetzt erstmal das wundervolle kleine Kleinkindzimmer der süßen Aria, die hier schlafen wird, und von dem kleinen süßen Gideon. Und dann zeige ich sie euch nochmal, die Schnuckis. Auch wenn ihr sie im Cast gerade schon bewundern konntet. Aber wir gehen jetzt noch einmal schnell die Outfits durch. Hier haben wir einmal das wundervolle Alltagsoutfit unserer schwarzhaarigen süßen Aria. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr aktuell auch gerade so Augenprobleme habt, dass sich plötzlich, wenn ihr Haarfarbe oder Haare oder die Outfits ändern, dass die Augen weggehen. Würde mich mal sehr interessieren. Dann haben wir hier einmal die wundervolle Abendkleidung. Hier haben wir einmal ihren wundervollen Pyjama. Und ja, ich weiß, ich mag kein Grün. Aber es stand hier so gut. Guckt euch diese süßen Kaninchen an. Dann haben wir hier einmal ihre Ausgehkleidung, ihre Schwimmkleidung, ihr Heißwetter-Outfit und einmal ihr Kaltwetter-Outfit. Hier haben wir unseren kleinen süßen Draufgänger, den süßen Gideon. Auch er ist wunderschön und ich hab's total vergessen. Gideon, es tut mir leid. Mist. Nein, zurück. Das waren die falschen. Dann muss ich die unteren nehmen. Geben wir dir die. Hier haben wir einmal unseren wundersüßen Gideon. Und er ist auch so süß. Ach, er wird ein Herzensbrecher. Ah, mein kleiner Prinz Charming. Der erste männliche Gilmore-Nachwuchs. Ach, ich bin jetzt schon so verliebt. So, wir haben hier einmal sein Alltagsoutfit, seine Abendrobe, seine Nachtwäsche, seine Ausgehkleidung, seine Badebekleidung, sein Heißwetter-Outfit und hier kommt das letzte Herzensbrecher-Outfit von unserem kleinen süßen Gideon. Und zwar ist das das Winter-Outfit. Ja, tut mir leid, dass ich im Moment aktuell die ganzen Spiel-Crashies habe. Ich hoffe, dass am Donnerstag der Part kommt. Denn ich hoffe ja mal... Also, es steht und fällt jetzt alles, ob ein Part kommen wird am Donnerstag. Wie schnell auch die Creator sein werden. Denn ich vermute mal, dass sich das jetzt erst alles mit dem Patch beheben wird. Und wie jeder weiß, am 21. abends kommt endlich das Farmlife-Pack, was wie für die Farmlife-Challenge gemacht ist, auf das ich förmlich warte, dass wir endlich mit Kühe, Lamas, Kaninchen und vieles mehr spielen können. Ihr merkt gerade, ich hyperventiliere gleich. It's really fantastic. Ehrlich, Leute. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und Feier im Herzen. Und möchtest du uns auch noch was sagen, kleiner süßer Gideon? Und in diesem Sinne, Feier im Herzen.